Hallöchen, ich melde mich heute und zwar mit einem ganz besonderen Video ganz außerhalb der Reihe an einem Donnerstag, denn es ist der 4. Juni und ich kann es nicht fassen. Es ist der 4. Juni 2020. Ja, dem einen oder anderen mag das jetzt nicht so besonders vorkommen. Ich habe nicht Geburtstag oder ja, sonst irgendein außergewöhnliches Ereignis, das mit mir als Person zu tun hat, sondern mit diesem Kanal zu tun hat, denn es sind tatsächlich 5 Jahre rum. 5 ganze Jahre. Ich habe vor 5 Jahren das erste Video hochgeladen oder online gestellt, wie auch immer. Und seitdem sind echt 5 Jahre vergangen. Ich habe mir gerade eben nochmal das Video angeguckt, das vor 5 Jahren hochgeladen wurde von mir. Und ich habe festgestellt, so manche Dinge sind ähnlich oder gleich und manche sind ganz anders. Und das ist ganz spannend. Ich finde auch sehr, sehr schön zum Teil, das zu erleben, zu sehen. Und ich habe mit diesen 5 Jahren auch eine wahnsinnig tolle Dokumentation der letzten 5 Jahre, für mich zumindest privat, weil ich sehr vieles in diesen Videos erkenne. Und zwar allein, ob es mir in dieser Zeit gut ging oder nicht so gut ging oder ob ich ja, mal wieder eine Pause eingelegt hatte. Das habt ihr ja dann durchaus auch mal mitgekriegt. Mich würde interessieren, wer denn seit der ersten Stunde quasi dabei ist. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wer mich schon vor 5 Jahren gesehen hat. Ich werde euch auch mal unten in der Infobox das allererste Video verlinken. Das ist momentan auf privat gestellt. Ja, guckt es bitte nicht zu kritisch an. Ich finde es teilweise gar nicht mehr so schön. Aber das ist nun mal so, man verändert sich in 5 Jahren doch ein bisschen. Ich habe gedacht, ich gucke mal, ob ich zumindest sehr ähnlich aussehe wie in dem Video vor 5 Jahren, soweit es mir machbar war. Und ja, möchte ganz kurz darauf hinweisen. Also ich sitze immer noch vor einem Bücherregal. Ich rede auch immer noch über Bücher, zumindest hauptsächlich. Ich habe zwischendrin ja verschiedene Sachen auch mal ausprobiert und euch auch durchaus mitgenommen in meinen Alltag. Das war ja nicht immer nur rein buchbezogen, ganz viel zwar, aber nicht nur. Und ich habe euch auch zu Veranstaltungen zum Teil mitgenommen, meine Ohne-Worte-Reihe zum Beispiel. Da war das auch mal was anderes. Oder auch, wenn ich euch mitgenommen habe in meinem Urlaub, Wellness mit mir. Oder auch, als ich Geburtstag hatte im November, das war auch mal ein Thema, eine Reihe, eine kleine. Ja, und lasst mir sehr, sehr gerne Feedback da. Es ist so, so viel passiert in diesen 5 Jahren. Ich habe vor allem so viele tolle Menschen kennengelernt. Da geht es nicht nur um Autoren. Es geht auch einfach um ganz, ganz tolle Herzensmenschen. Also eine der ersten Stunden sozusagen gefühlt für mich, zumindest im Rückblick, war die Claudia. Ich ja, bin sehr, sehr dankbar, dass es sie gibt und dass wir Kontakt ja, bekommen haben durch das, dass sie meine Videos geguckt hat und festgestellt hatten, dass wir dann gar nicht so weit auseinander wohnen. Und das war irgendwie ganz kurios, so plötzlich diesen Kontakt zu haben. Für sie jemand, den sie sonst nur über den Bildschirm guckt und für mich jemanden, der sonst nur hinterm Bildschirm, also vorm Bildschirm sitzt und das Ganze anschaut und ich ja nie sehe, wer das so ist. Und das war irgendwie eine ganz tolle Erfahrung. Abgesehen davon hat sie mich zur Little Love gebracht und ich bin ihr da so unendlich dankbar, weil daraus wieder so viele tolle Sachen entstanden sind. Da kann ich gar nicht, ja, da kann ich gar nicht genug Worte finden dafür. Also danke, danke, liebe Claudia. Dann bedanke ich mich so nebenbei quasi auch bei meiner Cousine, weil die ist irgendwie auf mich zugekommen und hat gemeint, oh doch, sie liest eigentlich ganz gerne. Und darüber habe ich sie dann mitgenommen zur Lit Love und durfte ihr quasi ein riesengroßes Geschenk machen zu ihrem 18. Geburtstag, sowohl die Lit Love zu schenken, also das Event, als auch ein Treffen mit ihrer liebsten Autorin, nämlich Anne Freitag. Und das ist ja auch durchaus von mir eine der allerliebsten. Deswegen, ja, herrliche Erfahrungen. Und um es nicht zu vergessen, eine der aller tollsten Dinge, die passiert sind, ist meine Lisa. Liebe Lisa, vielen, vielen Dank, dass es dich gibt, dass du über ein Video von Ruth, die ich dann auch irgendwann noch persönlich getroffen habe auf der Little Love zum Glück. Vielen Dank, Ruth. Ganz liebe Grüße gehen auch an dich raus. Ich, ja, muss einfach ganz, ganz groß Danke sagen, denn liebe Lisa, wenn du nicht meinen Kommentar gelesen hättest bei der Ruth unterm Video und mich dann angeschrieben hättest und so weiter, zur Verkettung von gefühlt 1000 Dingen, wären wir heute vielleicht nicht die, die wir heute sind. Ja, wir beide, buchvernarrt, begeistert von tollen Büchern, haben schon gemeinsame Bücher entdeckt, zum Glück, haben uns ja, getroffen, haben zusammen Wellness gemacht, haben die Little Love zusammen erlebt.
Ich weiß gar nicht. Schon so viele tolle Insider. Und ja, ich weiß nicht, wie mein Leben heute ohne dich wäre. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr viel düsterer und trauriger und definitiv nicht so, wie es gerade ist. Und ich liebe es. Ich liebe mein Leben, wie es gerade ist. Und ich liebe es auch, dass ich die liebe Lisa in meinem Leben habe. Sie ist, ja, quasi Schwester im Herzen und ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass sie in meinem Leben ist. Genau, das sind so tolle Ereignisse, die ich hatte, abgesehen von den buchbezogenen. Denn ich hatte natürlich auch das Vergnügen, schon mehrfach Anne Freitag, Adriana Popescu zu sehen. Einmal auch tatsächlich live, ich kann es auch immer noch nicht fassen eigentlich, Cecilia Ahern zu treffen, die ja schon so ein bisschen schuld dran ist, dass ich Bücher liebe und deren Buch für immer vielleicht auch mein absolutes Lieblingsbuch ist und vielleicht auch bleibt für immer, weil es einfach so ein bisschen der Anfang war von allem. Und ja, sinnbildlich dafür, dass auch der Anfang einer Geschichte für mich immer sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht passt es da einfach. Genau, auch die habe ich getroffen. Ich habe natürlich auch noch ganz tolle andere Menschen getroffen und kennengelernt. Aber das sprengt jetzt hier den Rahmen, deswegen soll es an dieser Stelle nur um diese Menschen gehen, die ich gerade erwähnt habe, oder möchte ich es dabei belassen, denn ja, alle anderen wissen auch, dass ich sie alle ganz doll lieb habe und vor allem ihr, die ihr meine Videos schaut, ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Ich war es nie und werde es hoffentlich auch nie sein, dass ich auf Abonnentenzahlen gucke, auf wie viele Kommentare kriege ich, wie viele Daumen hoch, sonst wie, was auch immer. Mir geht es darum, meine Freude mit euch zu teilen. Denn deswegen habe ich auch angefangen, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren habe ich angefangen. Hab mich hingesetzt vor meinen Laptop, hab den aufgeklappt. Über die Kamera im Laptop habe ich Videos angefangen zu drehen. Und um einmal auf die Gemeinsamkeiten zu kommen, ich saß vor meinem Bett und hinter mir mein Bücherregal. Und genau das ist auch jetzt gerade wieder der Fall. Vor mir steht mein Bett. Es ist zwar ein anderes und das Bücherregal hinter mir ist auch ein anderes. Aber grundsätzlich ist es genau das gleiche Setting. Und vielleicht hat sich das einfach bewährt. Vielleicht hat sich das einfach bewährt. Zwischendurch war es mal anders. Da habe ich dann mal in dem Wohnzimmer, in dem ich zwischendurch mal gewohnt habe, gedreht. Oder habe dann eben auch einmal ja, in der ganzen Wohnung und Vlogs mehr gedreht. Was ja alles ein bisschen bewegter und mehr verschiedene Bilder und Perspektiven war, als nur das Format, ich sitze vor einem Bett und hinter mir ist ein Bücherregal. Zu viel soll es jetzt gar nicht darum gehen, was hier Gemeinsamkeiten sind und was Unterschiede. Ich glaube, gemeinsam ist immer noch, dass ich Bücher liebe, dass ich Bücher wahnsinnig gerne lese. Und diese Liebe mit euch teilen möchte. Und darum soll es auch hier jetzt gehen in diesem Video. Ich möchte ganz kurz sagen, von den 10 Büchern, die ich in meinem ersten Video vorgestellt habe, da ging es um neue Bücher im Mai, möchte ich jetzt einmal kurz darauf kommen, was denn neu eingezogen ist bei mir im Mai, und zwar 5 Jahre später. Und da kann ich nur verweisen auf das Video vom April, denn die Bücher, die im April eingezogen sind, sind nicht alle im April eingezogen, sondern manche auch Anfang Mai. Das habe ich aber bewusst so gestaltet. Denn ich wollte ganz gern in diesem Video die Aufmerksamkeit auf ein Buch lenken. Und das ist das hier. Ich hoffe, es ist nicht zu hell und spiegelt zu sehr. Das Gegenteil von Hasen von Anne Freitag. Es war eine durchaus größere Reise, dass dieses Buch zu mir gefunden hat. Ganz kurz dazu. Dieses Buch ist erschienen am 25. Mai. Das war ein Montag. Und an dem Mittwoch vorher, der Donnerstag war Vatertag oder Feiertag, Christi Himmelfahrt, also der Mittwoch vorher, da hatten es schon Leute. Und ich habe das gesehen, als ich auf dem Heimweg war, nach 18 Uhr und schon rauswärts aus der Stadt und dachte mir so, ja gut, jetzt dann eben nicht mehr, ich gehe mal Freitag gucken. Ich bin Freitag gucken gegangen nach der Arbeit und habe gemerkt, ist nicht. Ich bin Samstag gucken gegangen, weil ich da sowieso unterwegs war, habe gemerkt, ist auch nicht. Ich war ein bisschen frustriert, muss ich gestehen. Und dann dachte ich mir, okay, na gut, es erscheint am Montag offiziell, dann werden sie es hoffentlich haben. Auch Montag war es nicht. Das heißt, ich habe dieses Buch dann letztendlich erst an dem Freitag gekauft, nach Erscheinen des Buches. Einfach, weil ich dann zwischendurch keine Zeit bzw. keine Nerven mehr hatte, noch 10-mal nachzufragen. Macht nichts. Ich habe es seitdem leider noch nicht komplett durchgelesen. Ich hätte es ganz gern schon als gelesenes Exemplar gezeigt für den Lesemonat. Mai habe ich aber noch nicht geschafft, deswegen, ja, wird es aber trotzdem ganz bald gelesen und ganz bald verschlungen. Ich bin der Meinung, der Hoffnung,
der Erwartung, dass es ganz wundertoll wird, so wie jedes von Anne Freitagsbüchern. Es soll wohl so ein Stück weit um Mobbing gehen, aber nicht nur, sondern auch zeigen, dass es in jedem von uns so ein bisschen das Gute und das Böse gibt. Also man kann da Menschen nicht so kategorisieren in die sind nur böse oder die sind nur gut. Und das Thema an sich finde ich schon sehr spannend. Ich hoffe, es kann mich, wie gesagt, mindestens genauso begeistern wie ihre anderen Bücher. Viele Stimmen, die ich so, ja, ich habe es vermieden, zu viel mir an Meinungen anzuhören oder mitzukriegen. Aber das, was ich mitgekriegt habe bisher, war schon sehr, sehr positiv. Und auch ich freue mich riesig darauf, das Buch zu entdecken. Es soll hier natürlich nicht nur darum gehen, dass dieser Kanal seit 5 Jahren besteht, sondern es soll auch etwas für euch geben. Denn ich möchte ganz, 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 ganz groß Danke sagen. Oh, jetzt weiß ich, wen ich vergessen habe. Uiuiui, ich habe ja noch ganz vergessen, die ganz lieben BookTube-Kolleginnen, vor allem Kolleginnen, zu nennen. Oh Gott. Und ich habe Cossi nicht erwähnt. Kann das sein? Also, einmal kurz zwischendrin nochmal zum Erwähnen. Cossi. Von Cossis Welt. Wer sie kennt, der ist definitiv ein alter Hase im BookTube-Geschäft oder lernt sie jetzt hoffentlich kennen. Sie ist mittlerweile vor allem auf Instagram aktiv und hauptsächlich mit den Themen Gesundheit, Ernährung und Sport. Beziehungsweise Sport ist vielleicht das größte Thema, weil sie hat es geschafft, in ja, über einen langen Zeitraum sehr konstant Sport zu treiben und darüber sehr viel Gewicht zu verlieren. Das ist wahnsinnig bemerkenswert. Allerdings hat sich für sie, also sie hat ihren Fokus jetzt darauf gelegt. Das ist vollkommen in Ordnung. Sie war früher die, also sie war ganz am Anfang, war sie eigentlich die Erste, die BookTube-Videos gemacht hat, die Bücher-Videos gemacht hat. Videos, in denen sie wirklich von Büchern schwärmt und andere begeistert. Mich hat sie auch mit vielen Büchern angesteckt, meine Begeisterung geweckt und ich hatte zwischendurch mal das Vergnügen und hatte ja doch Kontakt zu ihr und ich habe tatsächlich auch einmal mit ihr telefoniert und habe ihr einen langen Brief geschrieben, den hat sie in einem Advents-Blubber-Blabber-Vlog vorgelesen. Also wer sich daran noch erinnert, ist auch schon definitiv länger mit dabei und ich hatte ihr noch einen Porvenir-Brief geschrieben. Das war für mich auch eine irgendwie Herzensangelegenheit und eine tolle Geschichte. Und ich weiß noch genau, sie hat in ihrem Video hat sie das auch erzählt und mir gegenüber natürlich auch gesagt, dass ich hatte ihr 8 Seiten handgeschrieben, also ein bisschen mit meiner Geschichte und was mich mit ihr verbindet und hatte ihr dann aber auch noch 2 kleine Geschenke mit reingepackt in das Päckchen. Und beim Telefonat und eben auch in dem Video hat sie dann erwähnt, sie findet es eigentlich ziemlich schade, weil sie glaubt, dass sie recht bald sich nicht mehr so ganz genau daran erinnern kann, weil sie von so vielen Leuten Nachrichten kriegt und auch Briefe und Pakete. Und da habe ich gesagt, das ist völlig egal, denn es ist passiert. Es ist geschehen. Also es existiert dieser Kontakt. Und auch wenn er für sie in Vergessenheit gerät, ist es nicht schlimm für mich, weil, oder ich nehme sie auch nicht übel, weil ich immer weiß, dass ich diesen Kontakt hatte und dass er für mich was Besonderes war. Und für den Moment war es ja genau ganz eng bei mir. Und das ist total schön, wenn das letztendlich darüber funktioniert, dass jede von uns einfach ihr Hobby hat und wir da auf eine gemeinsame Basis kamen und dann in einen Austausch gekommen sind, der sehr, sehr schön war. Und bei meinem Brief, bei meinem Pauvenierbrief, der war bestimmt ein halbes Jahr später oder noch länger, hat sie den Brief gelesen. Und ich hatte am Ende noch dazu geschrieben, auch wenn es diesmal nur 4 statt 8 handgeschriebene Seiten sind, hoffe ich, dass sie trotzdem gefallen haben. Oder irgendwie dergleichen habe ich geschrieben. Sie hat es gelesen, beziehungsweise vorgelesen. Und dann hat sie so geguckt und ich wusste direkt, das hat Klick gemacht. Und sie hat dann auch gemeint, ja, sie erinnert sich an mich. Und sie hat mich eben nicht sofort eine Woche später vergessen. Und das hat in mir schon allein so viel Glück verursacht, dass ich das gar nicht fassen konnte, dass tatsächlich. Ja, das wahr geworden ist, dass sie eben mich auch nicht sofort vergessen hat, was jetzt nicht sein musste, aber was natürlich ein schönes Gefühl ist, wenn man merkt, irgendwie eine Person, die man so ein Stück weit anhimmelt, gerne verfolgt, gerne begleitet, irgendwie, die erinnert sich an einen. Total schön. Wen ich auch vergessen hatte zu erwähnen, da ich auf eine gewisse Art und Weise bisher nur Kontakt hatte mit den beiden, aber ich glaube, hoffe, dass es in Zukunft sich ändern wird. Ich rede von Anja und Maike von dem Kanal Book Friends Forever. Ich muss sagen, ich liebe eure Videos, eure Art, wie ihr das macht. Ihr seid so positiv, ihr bringt immer so viel Lebensfreude rüber, ihr stellt so tolle Bücher vor. Dadurch, dass ihr beide nicht exakt das Gleiche lest, ist es herrlich, diese
unterschiedliche Eindrücke mitzukriegen. Und ich glaube, ich habe auch beides. Also ich lese gern mal das, was Maike gern liest, und ich lese auch mal gern das, was Anja liest. Dementsprechend kam es auch zustande, dass ich sowohl mit Anja als auch mit Maike bereits eine Leserunde hatte im letzten Jahr und mich sehr darüber gefreut habe. Ich hoffe auch, das wird bald wieder der Fall sein und wir können neue Bücher gemeinsam entdecken, denn das macht unfassbar viel Freude. Also, mein Dankeschön geht an alle euch da draußen, ihr, die diese Videos guckt. Ich glaube, ich kenne auch einige davon persönlich. Und natürlich aber eben auch an alle, die ich bereits gerade erwähnt habe. Ihr bereichert mein Leben unglaublich. Und das wäre nie passiert, hätte ich mich nicht vor 5 Jahren hingesetzt und ein Video gedreht. Immer nur aus dem Grund, weil ich in Kontakt kommen wollte mit Menschen, die das gleiche Hobby haben und vielleicht, ja, sich mit mir austauschen wollen. Das ist alles. Jetzt kommen wir aber zu dem Teil, der vielleicht spannender noch für euch ist, denn jetzt geht es darum, ich habe ein großes Gewinnspiel für euch, weil ich ganz, 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 ganz groß Danke sagen möchte. Da es 5 Jahre sind, wird es 5 Pakete geben zum Gewinnen. Alle Bedingungen, die ich jetzt vielleicht nicht oder nur flüchtig erwähne, findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Schaut da bitte rein und dann könnt ihr sehr, sehr gerne teilnehmen an dem Gewinnspiel. Bitte verbreitet das auch gerne noch weiter und schaut, wer noch dran teilnehmen will. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das rege Teilnahme findet, denn ich möchte, dass irgendwie so schon alle Lust darauf kriegen und vielleicht auch das passende Buch bekommen. Wir starten mit dem gerade eben schon gezeigten Buch von Anne Freitag, Das Gegenteil von Hasen. Wer dieses Buch tatsächlich noch nicht haben sollte, der hat jetzt die Chance, es zu gewinnen. Und zwar wird einmal im ersten Paket dieses Buch hier verlost. Bitte schreibt mir dafür die Autorin unten in die Kommentare. Wie gesagt, es geht so ein Stück weit um Mobbing, es geht so ein Stück weit um Hasen und um Wölfe. Wer sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, glaube ich, sollte es auch gar nicht tun, denn von ihren Romanen darf man sich gerne auch überraschen lassen. Ich liebe ja jedes ihrer bisher gelesenen Bücher, deswegen kann ich auch das hier uneingeschränkt empfehlen, obwohl ich es noch nicht selbst gelesen habe. Als nächstes bleibt mir nichts anderes übrig, als die nächste Lieblingsautorin hochzuhalten, Adriana Popescu, Goldene Zeiten im Gepäck. Hier geht es um die Altenheimbewohnerin Frau Kaiser und um Carla, die sich auf einen sehr ungewöhnlichen Roadtrip begeben und meines Wissens auch nicht ganz so freiwillig. Ich habe dieses Buch leider immer noch nicht entdecken dürfen. Irgendwie fehlt dafür dann manchmal die Zeit, aber das ist auf meiner ABC-Challenge-Liste und dementsprechend wird es ganz bald gelesen, in diesem Jahr definitiv. Ich freue mich schon sehr auf die Geschichte und vielleicht habe ich ein bisschen Angst davor, weil ich sie dann nicht nochmal neu entdecken kann. Vielleicht versteht ihr das, wenn ihr auch so buchverrückt seid wie ich. Habt ihr die Chance, beim zweiten Paket auf Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu. Vielleicht ergibt sich ja sogar die Chance, bei dem oder auch einem der anderen Bücher das gemeinsam mit mir zu lesen, wenn ihr das gewonnen habt. Wir kommen zum absoluten Highlight aus diesem Jahr, Love to Share von Beth O'Leary. Auch hier kann ich nur sagen, ich bin wahnsinnig glücklich gewesen, Beth O'Leary live zu treffen, letztes Jahr auf der Lit Love, und das, obwohl ich dieses Buch noch nicht mal gelesen hatte zu dem Zeitpunkt. Also, ich bin dann auch auf die Lit Love Instagram-Seite gekommen, warum auch immer, weil da stand begeisterte Leserinnen. Und so treffen ihre Autorin. Und ich hatte es noch nicht mal gelesen. Ich habe ihr das auch direkt gesagt, weil ich so ehrlich bin. Und sie meinte, das ist gar nicht schlimm. Viel Spaß dabei ist dann zu lesen. Und da es schon so viele begeistert waren, habe ich gehofft, dass das auch für mich der Fall sein wird. Ich durfte das Ganze zusammen mit Lisa lesen. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mich verliebt in Leon. Ich habe Tiffy geliebt, wie verrückt sie so ein bisschen ist. Ich habe mich wiedergefunden in ihr. Ich habe aber auch jeden einzelnen anderen Charakter unglaublich geliebt. Ich hoffe, denke, sie schafft es auch mit ihrem neuen Buch. Ich halte jetzt nur das hier nach oben, damit ich irgendwas nach oben halte, denn eigentlich geht es um ihren neuen Roman. Das Buch heißt Time to Love. Erscheint am 9. Juni. Tausche altes Leben gegen neue Liebe. So, dieses Buch möchte ich verlosen. Das ist zwar jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erschienen, aber erscheint bald und dementsprechend möchte ich das auch verlosen. Da es eben quasi dann brandneu ist und direkt zu euch geflattert kommt. Ich lasse auch das Gewinnspiel, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, lasse ich das auch bis zu angegebenem Datum laufen, also exakt eine Woche. Dementsprechend ist dann das Buch schon erschienen und ich kann es besorgen und euch schicken. Da freue ich mich sehr drauf. Also Paket Nummer 3 ist Beth O'Leary, Time to Love. Und damit es nicht zu langweilig wird, weil vielleicht liest nicht jeder nur Anne Freitag, Adriana Popescu und Beth O'Leary, was alles schon definitiv
so ein bisschen jugendbuchig, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt Jugendbuch, aber so ein bisschen in die Richtung geht, gehen kann. Und was definitiv auch eher Richtung Liebesroman, Unterhaltungsliteratur geht, möchte ich einfach auch noch zwei andere Päckchen packen. Denn ich möchte quasi jedem die Chance geben, auch was anderes zu gewinnen, bevor einer sagt so, nee, ist gar nichts für mich. Und ich weiß, es sind auch ein paar männliche Wesen unter uns, die dann doch auch ab und an mal meine Videos gucken. Ich möchte verlosen Dark Matter von Blake Crouch, der Zeitenläufer. Dies ist ein Buch, das hat mich absolut umgehauen, als ich es gelesen habe. Ich habe nicht viel darüber gewusst und dennoch wollte ich es unbedingt lesen. Ich sage nur dazu, es geht so ein bisschen Richtung Sci-Fi, aber ja, gar nicht so sehr. Es steht Roman drauf, ist aber eigentlich für mich zumindest ein Thriller. Es ist mindestens ein Spannungsroman. Es ist wie eine atemberaubende Jagd. Nennen wir es mal so. Und ich finde, es hat durchaus einiges an Kommentaren verdient, die hinten draufstehen. Ein Wahnsinnsbuch, sagt Harlan Coben. Der außergewöhnlichste Roman, den ich seit langem gelesen habe, sagt Tess Gerritsen. Ein atemberaubender Roman erster Güte, sagt Justin Cronin. Ich bin absolut begeistert gewesen von diesem Buch. Ich lese euch mal eben noch vor, was hier auf der Klappe steht. Da steht, was wäre, wenn du dir dein perfektes Leben aussuchen könntest? Und das klingt recht himmlisch, um es mal so zu nennen. Könnte himmlisch sein, ist es aber nicht immer für Jason Dessen. Ich musste nur noch mal eben kurz gucken, aber dann war mir wieder klar, na klar war das Jason. Jason Dessen erlebt da etwas ganz Besonderes, um es mal so zu sagen. Und es ist durchaus sehr, sehr spannend. Er manövriert sich oder kommt immer wieder in Gelegenheiten, in Situationen, bei denen ich dachte so, oh nein, wie geht's denn jetzt weiter? Das geht doch gar nicht. Da gibt es gar keine Lösung dafür. Ich hatte nicht die Fantasie dafür, obwohl ich eigentlich eine große, blühende Fantasie habe. Ich hatte nicht die Fantasie dafür, wie er da rauskäme. Und es wurde jedes Mal noch, noch besser. Es war am Ende so atemberaubend, dass es so richtig gefühlt war, als ob meine Augen nicht schnell genug den Text lesen und erfassen könnten, den ich gern lesen möchte. Dann war es plötzlich vorbei. Das Buch. Und ich war richtig, richtig baff. Ich habe gestaunt. Ich habe am Ende ein Stück weit mich in eine Decke gekuschelt und gezittert. Ich habe richtig mitgefiebert. Mir sind kalte Schauer über den Rücken gelaufen. Jetzt, wo ich darüber rede, passiert das wieder. Ich schwärme jetzt nicht mehr davon. Also Paket Nummer 4 ist Dark Matter und ich kann es nur empfehlen. Auch jedem, der sonst gerne eher sanfte Sachen liest, Liebesromane, sonst wie, oder eben jemanden auch, der gerne ja, was Spannenderes liest. Es ist nicht blutig brutal, aber es passieren schon Sachen. Und ab und zu muss man mal tief durchatmen und ab und zu auch mal kurz das Buch zuklappen, zur Seite legen, um dann gleich wieder danach zu greifen, weil man möchte wissen, wie es weitergeht. Und zu guter Letzt, bevor noch jemand meint, naja, das sind jetzt ja alles irgendwie nur Geschichten und da ist ja irgendwie gar nicht so viel Wissen vielleicht dabei, dachte ich mir, nehme ich noch ein Buch rein, das hat mich auch in diesem Jahr fasziniert und begeistert. Es geht in die Richtung Sachbuch. Ich rede von Die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt. Dieses Buch habe ich bereits vorgestellt in einem meiner Lesemonate. Ich verlinke euch mal den passenden dazu. Selbst wenn ihr, wie ich, gerade nicht in einer Beziehung seid, in einer Partnerschaft, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem sinnvoll sein könnte, vor allem auch für jede andere Art von Beziehung. Das muss nicht immer eine romantische, partnerschaftliche Beziehung sein. Hier geht es von Gary Chapman. Hatte ich noch nicht erwähnt. Hier geht es. Passt auch sehr gut. Fünf Sprachen Liebe und es ist Paket Nummer 5. Das war jetzt eher Zufall. Auf jeden Fall geht es hier um die fünf Sprachen, wie es vorne schon draufsteht. Wir lernen die alle einzeln kennen und das in durchaus sehr angenehmer Art und Weise erzählt, also relativ locker mit Beispielen, ich finde auch guten Ideen, wie man in welcher Sprache kommunizieren kann, denn jeder hat so seine eigenen Schwerpunkte. Natürlich hat jeder so einen Anteil von allen möglichen Sprachen, von allen fünf meistens, aber jeder hat eigentlich auch einen Schwerpunkt. Und wenn man den weiß, dann kann man besser kommunizieren. Das heißt, zum Beispiel, mal angenommen, das stimmt jetzt nicht, aber ich nehme es mal als Beispiel, mal angenommen, ich würde in der Sprache Hilfsbereitschaft kommunizieren. Das heißt, für mich ist das das Wichtigste. Also biete ich meine Hilfe an, um meine Zuneigung, meine Liebe, wie auch immer, zu zeigen. Wenn derjenige jetzt aber in einer anderen Sprache kommuniziert, zum Beispiel in der Sprache Geschenke, dann wird derjenige versuchen, mir immer wieder Geschenke zu machen. Und ich werde das nicht verstehen, vielleicht, weil ich in der Sprache Hilfsbereitschaft kommuniziere und nicht in Geschenke. Und das heißt aber auch, ich werde immer wieder meine Hilfe anbieten demjenigen und der wird aber denken, dass ich ihm was wegnehmen möchte, vielleicht. Genau. Und werde selber vielleicht gar nicht so viele Geschenke rein materiell machen, sondern eben eher versuchen, was
wegzunehmen, was abzunehmen. So, und dann kann es gut sein, dass immer wieder Streitpunkte entstehen und manche Situationen gar nicht komplett geklärt werden, weil wir eben nicht auf der gleichen Ebene, mit der gleichen Sprache kommunizieren. Egal, auch wenn wir beide Deutsch sprechen. Und das finde ich wahnsinnig spannend und kann, glaube ich, auch sehr gut weiterhelfen. Sehr faszinierend ist auch, wenn man Menschen trifft, die sehr ähnlich kommunizieren und man das aber irgendwie vorher schon merkt, bevor man hier den Test, der auch am Ende des Buches ist, gemacht hat. Es gibt einmal für Männer und einmal für Frauen einen praktischen Liebessprachentest und der lässt einen sehr schnell erfahren, welche Liebessprache man spricht. Das sind einfach 30 Aussagen, die man trifft, beziehungsweise pro Aufgabe, pro Nummer muss man sich zwischen zwei Aussagen entscheiden und damit entscheidet man sich immer für eine bestimmte Liebessprache. Und wie immer, der mit den meisten Punkten gewinnt oder so ähnlich. Also, das ist Paket Nummer 5. Das geht ein bisschen, wie gesagt, mehr in Richtung Sachbuch. Wer mehr darüber erfahren will, ich finde es sehr spannend, eben auch nicht nur in Partnerschaft, der darf sich doch gerne für Paket Nummer 5 bewerben. So, das heißt, ihr schreibt mir bitte entweder die Nummer des Paketes unten in die Kommentare oder gerne auch Autor oder Buchtitel. Ich sollte es zumindest erkennen können, für welches Paket ihr euch bewerbt, denn ihr könnt nicht einfach nur so in den Lostopf springen, sondern bitte für ein Paket bewerben. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich dann fünfmal Anne Freitag ziehe. Dann gibt es eben fünfmal Anne Freitag. Das ist dann eben so. Es kann aber genauso gut auch sein, dass es zweimal Adriana Popescu gibt. Einmal gibt es Black Crouch, einmal gibt es noch die Sprache der Liebe und einmal gibt es noch Beth O'Leary und gar kein einziges Mal Anne Freitag. Kann genauso gut passieren. Also, ihr habt es in der Hand, ihr guckt einfach mal, was euch am meisten interessiert und ich werde das dann auslosen und ziehen. Das werdet ihr natürlich dann auch erfahren. Ich versuche das zeitnah zu drehen und zu machen, damit ihr erfahrt, wer gewonnen hat. Aber ich werde euch auch auf jeden Fall versuchen zu kontaktieren. Da würde ich euch gerne bitten, mir so bald wie nur möglich dann zu antworten. Das heißt, damit ich die Pakete dann auch auf die Reise schicken kann. Das wäre toll. Bleibt mir noch was zu sagen? Ihr solltet Abonnent meines Kanals sein. Das wäre jedenfalls sehr schön, weil ich dieses Gewinnspiel natürlich für meine Abonnenten machen möchte. Und gerne lasst mir auch da, was euch mit mir verbindet, was ihr schon mit mir quasi miterlebt habt, wie lange ihr schon dabei seid oder auch, falls ihr noch einen besonderen Buchtipp für mich habt. Ich bin da immer offen dafür. Dann lasst mir den auch sehr, sehr gerne da. Das soll es aber dann für heute gewesen sein. Ein mega langes Video, ein Gewinnspielvideo und ich freue mich sehr, es auszulosen, euch die Geschenke zu packen und die Geschenke zu packen, die Pakete zu packen, die Päckchen zu packen und euch zu schicken. Ihr seid hoffentlich weiterhin dabei. Wer weiß, vielleicht auf die nächsten 5 Jahre. Keine Ahnung, was da kommt. Ich habe vor 5 Jahren auch nicht gedacht, dass es 5 Jahre geht. Also wir werden mal sehen, ne? Also ich zumindest. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Lest gute Bücher und macht sehr gerne mit beim Gewinnspiel. Tschüss!